Hey yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs, Ringkrieg mit Isengard. So, und jetzt gleich den umschalten und dann nachschauen, ob alles passt. Nimmt er auf? Ja, sieht gut aus. Mikrofon scheint zu passen, der Rest scheint zu passen. Okay, müsste passen. Es müsste passen. So. Ich mache jetzt hier ein Safe Stat, nicht dass nochmal irgendwann Probleme auftauchen, die ziemlich zufällig sind. Aber sicher ist sicher. Jetzt muss ich hier gerade nur kurz was nachschauen. So. Genau. Was haben wir denn noch übrig? Also ich hoffe, das passt jetzt alles. Ich nehme jetzt auf. Ich habe den Safe Stat gemacht. Gut. Das Lustige ist, dass ich jetzt hier einen anderen Monitor benutzen muss, weil mir der alte ist mir abgeraucht. War natürlich eine ganz tolle Erfahrung, ne, dass der alte kaputt gegangen ist. Aber was will man machen? So ist es nun mal. Und da mache ich jetzt auch nichts. Und jetzt habe ich den neuen Monitor, der halt eine viel höhere Auflösung hat, also eine viel höhere maximale Auflösung, habe ich jetzt runterskaliert, also runtergestellt. Und na, ob das so gut ist, weiß ich nicht. Aber ich probiere das jetzt aus. Ich will halt jetzt nicht den ganzen OBS und alles ändern. Oder die ganzen Einstellungen da. Das muss ja nun nicht sein. Na? Weil die Chance sehr gut steht. Auch wenn viele denken, warum? Wieso solltest du das tun? Aber die Chancen stehen eigentlich ganz gut. So. Die Chancen stehen ganz gut. Ah, schön, da unten. Aha. Was machen die denn da? Alter, die Chancen stehen ganz gut, dass ich in den gleichen Screen wieder bekomme. Also wieder 1440 mal 900. Und zwar sehr günstig. Gebraucht von einem Firmen-Upgrade. Aber das ist mir relativ egal. Ich habe jetzt eh kein Geld zum Rausschmeißen. Das heißt, wenn es da eine Möglichkeit gibt, günstig an einen ähnlichen Monitor wieder ranzukommen, ja, dann tue ich das doch. Ne? Ja, das ist der Feind. Der Feind stirbt jetzt bitte. Also das ist wie gesagt der Plan. Und deswegen probiere ich das jetzt mit diesem Screen aus. Wie gut das funktioniert, werden wir sehen. Oh, der Stufe 8, das ist gefährlich. Jetzt schauen wir da einfach mal. Ja, der haut schon gut rein, der Gorkill, aber der stirbt bald. Ja, also deswegen, wenn das jetzt alles ein bisschen komisch ausschaut, aber ich wollte jetzt auch keine Pause machen. In dem Sinn, dass ich sage, okay, ich hätte jetzt eine Aufnahmepause. Das wird übrigens auch bald kommen. Weil bei mir gehen schon sehr bald die Klausuren los. Und diesmal habe ich mich dazu entschlossen, nicht zwingend das mit YouTube durchzudrücken, wenn es einfach nicht geht. Also ich werde mal gucken, aber es kann auch gut sein, dass ich einfach sage, sorry, ich mache einen Monat Pause und dann gibt es einen Monat lang keine Videos. Ich weiß, das ist immer bescheiden, vor allem da es einige Leute gibt, die dann sagen, ja, nö, tschüss, dann nicht. Kann ich auch nachvollziehen, wenn da ein Monat Pause ist. Vielleicht reduziere ich es auch einfach, dass ich sage, okay, statt zweimal im Monat kommt dann nur noch einmal im Monat, in der Woche. Herr der Ringe und Starcraft und Sins of a Solar Empire. Weiß ich aber auch noch nicht. Das werde ich alles kurzfristig entscheiden können.
wie das dann ausschaut. Das kann ich jetzt einfach noch nicht wirklich abschätzen. Was ist das Ding? Also da muss ich dann wirklich mal gucken, wie das dann ausschaut. Na los, da stehen alle Baumeister und machen nix. Da können wir doch eigentlich draufhauen. Also das ist so zumindest der Plan jetzt. Da schauen wir dann einfach mal, ob und wie das genau funktioniert. Das sehen wir dann. Zumindest der Community Clash soll weiterhin gehen. Und mit 18 Uhr wird es auch weiterhin passen. Theoretisch. Da muss ich dann auch mal gucken, wie das dann 1:1 genau ausschaut. Das sind alles so Dinge, die kann ich jetzt nicht unbedingt wissen. Also noch nicht. Aber das schauen wir dann einfach, wenn es soweit ist. Genau. Da gucke ich dann, wenn es soweit ist. Also es ist jetzt noch nichts fest. Ich werde mit YouTube jetzt nicht aufhören, aber ich werde definitiv wahrscheinlich eine Pause machen müssen. Oder halt mal zurückschrauben. Es ist nicht... Wenn ich es genau überlege, ist es für 3 Wochen... Muss ich nur 6 Stunden produzieren. Das geht schon. Aber wenn die Klausuren anfangen, habe ich halt jeden Tag 6 bis 8 Stunden lernen. Zumindest so im Dings. Ich werde jetzt auch während der... Bisher war es immer ganz chillig für mich, weil ich erst mit Anfang der Klausurenphase lernen konnte. Musste. Das war sehr chillig. Das hat auch immer gepasst. In dem Semester wird das nicht funktionieren. Da werde ich vorher anfangen müssen. Wenn ich halbwegs gute Noten haben möchte, was ich schon tun sollte. Also ich sollte schon anstreben, nicht ganz schlecht zu studieren. Und demnach werde ich da auf jeden Fall eine Pause machen müssen. So. Aber der Community Clash geht auf jeden Fall weiter. Das sollte passen. Und den Rest werde ich dann sehen, wenn es soweit ist. Ja, einen Araban haben sie auch noch. Was, wer, wo? Was ist denn da? Was war das denn? Huh. Oh. Naja, irgendwo gibt es auch ein paar mehr Bäume, oder? Ja, hier zum Beispiel so. So. Das ist doch sehr schön. Dann bannern wir doch mal. So. Scheint ja bisher halbwegs zu laufen. So. Drache? Achso, lol. Wie böse. So, einer ist schon mal tot. Das ist doch sehr schön. Sieht eigentlich so aus, als würde ich das gewinnen, oder? Ich denke mal. Ich denke, also schaffe ich's. So ähnlich war das doch. Ja, das ist relativ ärgerlich, aber auch nicht super schlimm. Sobald diese Kluft Stufe 3 vernichtet ist, hat sich das auch erledigt. Na, konnte nichts mehr ausbilden. Zu spät. Macht nichts. Ein paar Bannerträger verteidigt. Ist alles gut. Das ist alles gut. So, weh, der nimmt jetzt nicht auf.
Ich darf jetzt nicht auf den Safe Stat speichern. Ich muss hier weiter speichern, genau. Weil der Safe Stat, den habe ich jetzt. Ich hoffe, ich kann mir das angewöhnen, dass ich in Zukunft immer so einen Safe Stat mache am Anfang der Aufnahme, dass wenn der nicht aufnimmt, kann ich wenigstens, dann muss ich wenigstens nur diese 20 Minuten neu aufnehmen und nicht nochmal alles. Das ist der Plan. Ob das funktioniert, ist nicht schön. Vielleicht, ah ja, übrigens, vielleicht. Jetzt, wo ich eventuell die Chance habe, wenn sie günstig sind. Ich meine, es ist ein 19 Zoll TFT-Monitor. Sowas gibt's halt gar nicht mal zu kaufen, weil alt. Sehr alt. Ne? Dann noch gebraucht. Das Zeug darf nicht sehr teuer sein. Aber, wenn es nicht sehr teuer ist, dann habe ich die Möglichkeit, eventuell, ich überlege es mir, günstig, je nachdem wie teuer, einen zweiten Monitor mir anzueignen. Das heißt, ich hätte zwei Monitore und könnte dann in Zukunft bei der Aufnahme immer gucken. Es wäre schon praktisch. Auch zum Studieren ist es nicht schlecht, wenn du mehrere Dinge zeitgleich offen haben kannst auf zwei Bildschirmen. Es hat schon, es ist gut, ja. So, wen will ich denn jetzt eigentlich vernichten hier? Wo? Brutal. Okay, also den da. Und dann gehen wir da. Nee, haha, ich mach das so rum. Anders als normalerweise, ja. Anders als normalerweise. Das ist der Dingsweg, der Weg, den ich gehen werde. Anders als sonst. So, die kommen nach vorne. Die kommen nach vorne. Immer schön die Fronten verstärken. Boah, habe ich da viel Zeug. Alles hoch ausgerüstet. Das ist ja abartig. So. Hier das passt. Das ist ein bisschen schwach. Isengard kann noch verstärken. Naja, theoretisch, klar, wieso nicht? Einfach rüber mit dem ganzen Kram. Und dann aus Isengard, Helmsklamm meine ich, das Zeug rüber. Ich habe schon viele Truppen, 125, das ist eine ganze Menge. Trotzdem ist es kein Garant dafür, ich glaube, so heißt das, dass ich gewinne, ne? Saruman bleibt. Ja gut, dann kann er verteidigen. Das bringt mich jetzt zwar keinen Schritt wirklich näher daran, Mordor zu vernichten, aber was soll ich machen, ne? Dol Guldur wird schon wieder. Alter, was will der da? Der krepiert doch. Das schafft er doch nie. Aber er probiert's. Ich werde jetzt dann sehr bald da eine Rüstkammer hinstellen. Also, nicht auf der Weltkarte, das kann ich mir gerade nicht leisten. Aber insgesamt, das dürfte dann schon passen. Hoffe ich mal. Eigentlich haben wir schon ein Codewort. Können wir nehmen. TFT-Monitor. Was seid ihr sonst noch? Haltet euer Werkzeug bereit! So, ich habe Kommandeurspunkte verloren, weil ich ein Land verloren habe. Kann ich immer noch alles kaufen? Nein. Okay, das ist natürlich doof. Drachen beschwören, Drachenschlag, dann nehme ich den Drachen. So. Schauen wir mal. Laufen, 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 laufen. So, so ist brav. So. Nachdem es nur ein Gegner ist, spielt das wenig Rolle. Oder keine Rolle, oder hat wenig Gewichtung, ob was und wie der macht. Ich hau den einfach kaputt und gut ist. So. Das ist wohl. Oh, geschmiedete Klingen hat der. Okay. Aber ich habe ja auch Ausrüstungen, ne? Sehr schön. Aha, Trolles. Na dann. Na, die machen aber nicht so viel Schaden. Azor kriegt auch ordentlich die Hucke voll. Sehr schön. Schauen wir mal. So. Klug ist die KI gerade nicht. Das spielt mir natürlich sehr in meine schmutzigen Ork-Hände. Nee, warte, Uruk-Hände. Falsch. Ja, der kriegt die totale Klatsche. Ihr wisst, was
Fertig. So, das Leuchtfeuer ignoriere ich jetzt mal. Das ist mir ziemlich voll egal. Immer das Maul offen, habt ihr das gesehen? Wenn nicht, müsst ihr nochmal zurückspulen. Oder warte? Moment. Ich zeig's euch nochmal. Wenn ihr genau hinschaut. Immer das Maul offen. Ja, jetzt lauft's einfach los. So. Macht's schon. Einfach loslaufen, den Gegner vernichten, ist ja bloß einer. Oh nein, diese Gebäude sind total egal. So, Gefängnis. Da bascht alles. Da oben können wir noch bauen. Passt. Ja, das ist alles relativ egal. Ich mache jetzt mal wirklich nur so Baumeister und Zeugs ausbilden und fertig. Also Gebäude bauen. Mal sehen, wie das klappt. Der kriegt wirklich einfach nur die Klatsche und fertig. Übrigens, für alle, die den Community Clash anschauen, mir ist letztens was aufgefallen. Wie gesagt, ich bin da auch noch nicht sehr gut dabei. Ne? Ich habe das ist mein erstes solches Projekt. Es sind viele Regeln, viele Dinge, die ich steuern und beachten muss. Ich habe letztens einen Fehler gemacht. Letztens von vor 4 bis 5 Episoden. Nämlich, wo ich Dol Guldur angegriffen habe. Und ich glaube, der Hennig war es, der verteidigt hat. Glaube ich. Da habe ich einen Fehler gemacht. Und zwar bekomme ich aus Fairnessgründen eigentlich... Eigentlich. Habe ich nicht gemacht. Ist voll untergegangen. Aber ich bekomme aus Fairnessgründen, GG, wenn ich eine Festung angreife, 2 schwere KIs oder halt so viele wie Slots frei sind. Also bei einer 2-Spieler-Karte halt keine, bei einer 3-Spieler-Karte eine, bei einer 4-Spieler-Karte 2 schwere KIs zusätzlich, kostenlos. Nur bei Festungen aber. Aber nur bei Festungen. Und das werde ich dort dann auch natürlich nochmal ansprechen. Aber ich wollte es hier nochmal sagen, das habe ich voll vergessen. Ich bekomme 2 schwere KIs, weil die genauso zählen wie ein menschlicher Spieler. Im Grunde. Oh Gott, das wird jetzt sehr knifflig. Im Grunde. Natürlich wird dann der Timer auch runtergesetzt. Sprich, ich habe nur eine halbe Stunde Zeit statt 1,5 oder was es ist. Oder eine Stunde. Je nachdem, welche Festung ich angreife. Um die Schlacht zu gewinnen. Das heißt, ich weiß noch nicht, ob ich mir das Zeugs geben darf. Ah, da oben sind ein paar. Oh Gottchen. Ja gut, wenn die alle da oben starten. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, ob ich das irgendwie bezwingen kann. Das wird jetzt sehr knifflig. Geht's da mal bitte in Formation und dann... Vielleicht muss ich hier eine Festung bauen, aber ich habe das Gefühl, Festung ist nie so wirklich das Gute. Und Türme sind auch... immer so eine Sache. Ja, vor allem wenn sowas hier passiert. Ja, aber es geht. Da geht's noch, weil er nicht überreitet, sondern nur in den Nahkampf geht. Idiot. Halt. Was? Sauerei. Es wird jetzt so ein bisschen sehr random, diese Schlacht. Weil er ist unten, ich bin oben. Da ist ein Gegner. Der wird meine Baumeister verfolgen, habe ich das Gefühl. Inwiefern das dann also für mich gut ausgeht, muss man sehen. Im schlimmsten Fall geht es halt gar nicht gut für mich aus. Aber das sehen wir gleich. Naja.
Das ist das Problem. So, immer mit den Truppen gehen. Oh oh, die Kankra, die wird da reinknallen. Das ist sehr schön. So. Das zerstören. Den Baumeister, das da. Ich kann mich halt bisher nicht wirklich aufbauen, weil ich da nichts habe, wo ich mich aufbauen kann. Also ich habe keinen. Das ist sehr gut. Wenn ich jetzt die Elben noch wegbekommen würde, das wäre natürlich Bombe. Schauen wir mal. Es könnte klappen. Es könnte vielleicht klappen. Es sieht so aus, als könnte das für mich funktionieren. Ha! Sehr schön. Ich glaube, ich kann das sogar überleben. Gewonnen. Nice. Verteidigt. Wir haben zwar viele Verluste gehabt und konnten sie nicht ersetzen. Aber es passt. Wir haben verteidigt. Das war das Wichtigste. Erstmal. Erstmal war das wohl das Wichtigste. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.